willkommen im Fußballstadion von Salzburg-Lehn zum WM-Qualifikationsspiel der Gruppe 3 zwischen Österreich und Malta. Es hat bis heute 9 Uhr früh stark geregnet, das heißt, es ist das eingetroffen, was die Malteser unbedingt verhindern wollten, nämlich, dass sie, die zu Hause nur auf einer Wüste spielen, dass sie auf einem nassen, satten Rasen das Spiel gegen Österreich bestreiten müssen. Die österreichische Mannschaft unterscheidet sich nur an einem Punkt von jener Elf, die gegen die Türkei 1-0 gewonnen hat. 1 Koncilia, 2 Kapitän Robert Sara, 3 Persidis, 4 Strasser, 5 Pezzai, 6 Hickersberger, 7 Stering, 8 Prohaska, 9 Kranke, 10 Hattenberger und 11 Schachner. Das Senekovic-Teamchef ist, brauchen wir nicht eigens zu erwähnen. Neuer Mann im Team, Strasser anstelle von Hattenberger. Und Österreich hat Anstoß am Ball, die beiden unzertrennlichen Freunde Hans Krankl Nummer 9 und neben mit ihm Herbert Prohaska von der Wiener Austria. Wenn Österreich, und daran zweifelt niemand, dieses Spiel heute deutlich gewinnt oder überhaupt gewinnt, so baut unsere Mannschaft die Führung in der WM-Gruppe 3 auf 3 Punkte Vorsprung aus. Sepp Stering. Völlig ungedenkt Hans Krankl bei diesem Kopfball. Merken wir uns den Mann, der ihn decken soll. Offenbar ist es Neuling Schembri, der Bärtige, der jetzt nicht bei Krankl stand. Fabri. Persidis. Schachner. Mehr als 17.000 Zuschauer hier im sehr schönen, architektonisch sehr schönen Lehner Stadion. Wahrscheinlich sind es sogar mehr. Hickersberger war hier sehr aufmerksam bei diesem Fehler von Bruno Pezzai. Prohaska. Stering, Foul an Stering. Foul von der Nummer 4 von Holland. Pezzai. Strasser, der heute eingesetzt ist, weil er offensiv stärker ist als Breitenberger. Strasser hat jetzt nicht geschossen, weil er den Ball auf den rechten Fuß bekommen hätte. Sein stärkerer ist ja der linke. Tormann Gatt, der für uns Österreicher neue Mann. Wir kennen ja immer nur Mizzi, diesen fülligen Tormann, der aber doch recht beachtliche Leistungen geboten hat. Sieht man im Augenblick beim Ausschuss die Aufstellung der Malteser an, so schaut sie zumindest aufs Erste durchaus offensiv aus. Das wird sich allerdings bei größerem Druck der Österreicher geben müssen. Hattenberger. Sara. Österreicher versuchen, das hat man bei dieser Aktion gesehen, über die Flanken anzugreifen, weil ja die Abwehr der Gäste besonders im Strafraum stark ist. Stering. Naja, ich muss sagen, für die ersten 4 Minuten war Tormann Gatt schon ganz schön beschäftigt. Kapitän Darmanin, Sekel,
wieder Sekel. Die Malteser spielen mit einigem Selbstvertrauen. Ja, das war der richtige Pass zu Stering von Hackenberger. Foul von Darmanin. Das könnte die ideale Distanz für die beiden starken Kopfballspieler Kranke und Petzai sein, der mit in den Strafraum gekommen ist. Hickertsberger. Beifall für Heini Strasser, der vorher bei Bekanntgabe der Aufstellung ausgepfiffen wurde. Die Salzburger hätten es lieber gehabt, wenn Breitenberger gespielt hatte, denn Breitenberger stammt hier aus dem Umkreis der Stadt Salzburg. So explosiv hat man den Schlachtruf Österreich noch selten gehört wie hier in Salzburg. Das ist der rechte Verteidiger Chantar von Tabellenführer Floriana Valletta. Robert Zara. Prohaska. Eine Riesenchance vergeben von Bruno Petzai. Er konnte ja ursprünglich mit diesem Fehler von Tormann Gatt nicht rechnen. Und wieder beim Ausschuss postieren sich die Malteser durchaus offensiv, nämlich mit drei Spitzen. Mit Magro, Sekel und in der Mitte Raymond Schurep. Schachner. Die zweite große Chance bei diesem Schuss an den Pfosten. In der Tonart könnte es ruhig weitergehen, nach 8 Minuten 2 hundertprozentige Chancen der Österreicher. Hattenberger. Sekel. Die maltesische Mannschaft rekrutiert sich praktisch nur aus zwei Vereinen, nämlich Floriana, wo der frühere Teamchef arbeitet, nämlich Toni Formosa, und von Slima, Slima Wanderers. Das war eine gefährliche Spielerei von der Nummer 4 von Holland. Das war in der 9. Minute und Kranke hat sein 14. Länderspieltor geschossen.
Die Malteser haben etwas unglücklich ausgesehen, wie der Ball noch langsam über die Linie gerollt ist. Ein glänzender Beginn also nach 9 Minuten 1:0 für Österreich. Das ist dasselbe Resultat, das unsere Mannschaft unten auf Malta erzielt hat. Damals hat Krankl das entscheidende Tor zum 1:0 geschossen. Das bedeutet zugleich, dass Österreich in der WM-Gruppe 3 bis jetzt 3 Tore insgesamt geschossen hat und noch keines kassieren musste. Bemerkenswert der große Einsatz der österreichischen Mannschaft. Sie nimmt dieses Match bis jetzt zumindest nicht den geringsten auf die leichte Schulter. Schachner und Prohaska. Tormann Gatt sucht einen Mitspieler, den er anspielen kann. Sehr klug von Sarah dieser Pass. Ui, und fast ein Eigentor, diesen Corner hat der rechte Verteidiger Chantal produziert. Bei dieser Szene sah man deutlich die Schwierigkeiten, die die Malteser in hohem Tempo mit dem Ball haben. Eckball also für Österreich, Schachner. Und ähnlich hat Josef Hickersberger beim letzten Heimspiel gegen Malta auf den Tag genau vor 5 Jahren eines seiner 3 Tore erzielt. Damals haben die Österreicher ja 4:0 gewonnen. Das war, wie Sie sich sicherlich erinnern, um ein Tor zu wenig, um die WM-Qualifikation zu schaffen. Damals sind die Schweden im Stichkampf gegen Österreich in Gelsenkirchen aufgestiegen. Unsere Mannschaft verschenkt keinen Ball, sie baut alle Aktionen sehr ruhig auf, sie wird allerdings dabei überhaupt nicht gestört und angegriffen. Krankl, Tor! 2:0 für Österreich in der 12. Minute und Torschütze wieder Hans Krankl, es ist sein 15. Länderspieltor. Naja, den Krankl darf man natürlich in so einer Situation im Strafraum nicht allein lassen. 0:2, das ist aus der Sicht des maltesischen Teamchefs das Wunschresultat. Ich bezweifle allerdings, ob dieses 0:2 über die kompletten 90 Minuten halten wird. Sicherlich fühlt sich die österreichische Mannschaft auch hier in diesem vollen, herrlichen Stadion wesentlich wohler als in irgendeinem großen Stadion, das nur zu einem Drittel gefüllt wäre. Bis jetzt hat es sich durchaus bewährt, vielleicht mit einer einzigen Ausnahme, Länderspiele auch von Wien wegzugeben. Erinnern wir uns an die wirklich schönen Spiele in Linz gegen die Schweiz und früher das 6:0 gegen Irland. Das war out für Malta, sagt Schiedsrichter Jagus. Es ist kaum zu glauben, wie schwer sich auch
gute Mannschaften wie die der DDR oder die Österreichs in Malta tut. Man kann das kaum glauben, wenn man die Malteser hier Fußball spielen sieht, dass sie zu Hause in der Sandwüste von Valletta eine echte Gefahr für jede Spitzenmannschaft bedeuten können. Das könnte das dritte Tor sein und ist es nicht. Allerdings wurde Hans Kranke gehalten. Ich glaube, das hat man auch deutlich gesehen. Daher auch die Pfiffe des Salzburger Publikums. Bei der Abwehr oder beim missglückten Abwehrversuch von Schembri hat sich der Ball etwas versprungen. Das ist vielleicht das einzige Handicap des Lehener Stadions, dass der Rasen wirklich nicht ideal ist. Er ist allerdings wesentlich besser als zur Zeit der Meisterschaft hier. Hier spielt ja Austria Salzburg. Der Rasen wurde noch geschnitten und mehrmals gewalzt. Hickersberger. Und diesmal ist es Schembri noch gelungen, den Ball auszuputzen vor Hans Krankl. So, wir haben jetzt eine Viertelstunde gespielt. Österreich führt mit 2:0 und die Malteser, das müssen wir auch registrieren, haben kein einziges Mal noch auf das österreichische Tor geschossen. Tormann Gatt ist selbstverständlich wie die anderen Spieler auch seiner Mannschaft reiner Amateur. Ich glaube, es ist nur eine Frage der Zeit, wie lange die Malteser diesem großen Druck der Österreicher standhalten. Hattenberger. Schembri deckt Krankl natürlich jetzt nach diesen zwei Toren noch enger. Ja, mit dem Ball haben die meisten Malteser gewaltige Schwierigkeiten. Das ist das dritte Tor. Zuerst der Schuss von Schachner und Krankl mit seinem doch unnachahmlichen Torriecher war zur Stelle. Hans Krankl mit seinem dritten Tor zum Hattrick und zum 3:0. Also jetzt haben wir auch schon Stangenschüsse und Tore in Hülle und Fülle nach wie lang? Nach 18 Minuten. Man hat eigentlich ein Österreicher zuletzt in einem Länderspiel 3 Tore geschossen. Vermutlich war das sogar Hickersberger vor 5 Jahren, auf den Tag genau vor 5 Jahren, gegen Malta im Wiener Stadion, damals beim 4:0. Sicherlich wünschen wir uns immer solche Gegner wie Malta, aber man muss sagen, die österreichische Mannschaft spielt auch sehr gut. Sie versucht nicht mit Gewalt durchzukommen, sie spielt kluge Aktionen und auch, was dem Publikum natürlich gefällt, auch schöne Aktionen mit einem Trick hin und wieder. Das ist doch das, was die Leute auf den Fußballplatz bringt, nicht der sture Fußball. Der Ball hatte die Fälschung. Wer hat das Tor geschossen? Natürlich Krankl.
Eine herrliche Flanke von Sepp Stering mit der Fälschung. Der Ball drehte sich vom Tor weg. Dadurch hatte Tormann Gatt nicht die geringste Chance und Krankl war schon da. Ein Start und 4:0. 4:0 in der 20. Minute, also für Österreich. Und Torschütze natürlich wieder Hans Krankl. Ich glaube, heute können wir uns schon auf eine ganz schöne Packung gefasst machen. In unseren Vorschauen waren wir vielleicht etwas bescheiden. Wir haben gesagt, ein 4:0, das wäre schon ein Traumresultat. Dieses Traumresultat haben wir also schon nach 20 Minuten der ersten Spielhälfte hier in Salzburg erreicht. Die höchste Niederlage aller Zeiten ist vielleicht etwas übertrieben, weil Malta erst seit 1957 überhaupt Länderspiele bestreitet, war das 0:8 gegen die Bundesrepublik Deutschland. Ebenfalls ein Auswärtsspiel natürlich zu Hause, sind die Malteser ja viel stärker. Ja, und das ist einmal eine ganz andere Perspektive, nämlich ein Freistoß für Malta in der Hälfte der Österreicher. Das heißt, der Ball könnte zum ersten Mal vor das Tor Friedel Consiglias kommen. Am Ball Libero Darmanin, Holland, Sekel und Bruno Petze ist natürlich da jetzt zwar nicht überragend gemacht, aber trotzdem keine Gefahr. Und der Jubel gilt Friedel Consiglia, weil er eben, wie spät haben wir es, weil er in der 21. Minute zum ersten Mal einen Ball zu fassen bekommt. Stering. Sara. Ich glaube, jetzt könnte unserer Mannschaft der legendäre Rapidgeist nicht schaden, nämlich eine Mannschaft auch dann niederzuschießen und niederzuspielen, wenn sie schon hoffnungslos im Nachteil liegt. Und nicht zurückzuschalten. Aber unsere Mannschaft weiß ganz genau, dass es in dieser WM-Gruppe sehr wohl auf die Tordifferenz ankommen kann. Damit können wir auch mit Sicherheit annehmen, dass die Sturmläufe bis zum Schluss anhalten werden. Chembry, Mikalev, auch ein guter alter Bekannter, der schon einige Male gegen Österreich gespielt hat. Ja, vergeblich sucht Fabri nach einem Mitspieler, dem er den Ball auflegen könnte, und er findet nur Roland Hartenberger. Haska. Ja, der gute Gatt hat schon einige Male beim Fixieren des Balles bei gar nicht so scharfen Schüssen größte Schwierigkeiten gehabt, daher also Eckball für die Österreicher. Beim Corner Sepp Stering, der vor kurzem mit herrlichem Flankenball das 4:0 aufgelegt hatte. Ist das ein Tor? Prohaska reklamiert Hentz. Tormann Gatt lässt sich Zeit, um seiner Mannschaft eine kleine Atempause zu verschaffen. Stering. Ich glaube, ein sehr
guter Vergleich oder interessanter Vergleich zumindest lässt sich aus den Spielen unserer WM-Gruppe ziehen. Nämlich Malta hat das Auswärtsspiel in der Türkei gegen Izmir mit 0-4 verloren. Also mit diesem Stand, bei dem wir jetzt in der 25. Minute der ersten Hälfte hier halten. In Izmir gelang es den Maltesern, und das ist sehr wunderlich, in der ersten Hälfte kein Tor zu bekommen. Also 0-0 damals in Izmir in der ersten Hälfte. Persidis. Sepp Sterring ist immer wieder frei an der rechten Flanke. Als Bankangestellter hat Tormann Gatt wahrscheinlich ein wesentlich beschaulicheres und ruhigeres Leben als hier bei seinem Hobby als Teamtormann Maltas. Alle maltesischen Feldspieler mit Ausnahme von links außen Sekel am eigenen Strafraum. Der Versuch eines Gegenangriffs out natürlich für die Gäste, ja. Der Mann mit den langen Haaren ist der linke Verteidiger Farrugia. Friedel Concilia dirigiert die Abwehrspieler. Im Bild haben wir allerdings den maltesischen Verteidiger Farrugia. Kranke. Offside, der Linienrichter hat die Fahne oben. Ja, auch die Malteser bleiben stehen. Offside. Hans Krankl hat gestern die silberne Ehrennadel des Fußballbundes bekommen. Das wäre an und für sich nicht so etwas Außergewöhnliches. Er bekam sie für 25 Spiele, aber verbunden damit ist eine Legitimation, mit der er alle Meisterschaftsspiele gratis besuchen kann. Und die hat es ihm natürlich am meisten angetan. Da sieht man, wie der Ball auf dem Rasen springt. Persidis. Der Schuss unseres Libero. Peter Persidis spielt heute sehr diszipliniert, er geht nur selten in den Angriff vor. Sarah. Und wieder so ein Gemurkse, das zwangsläufig entsteht, wenn so viele Verteidigerbeine auf kurzem kleinem Raum geballt sind. Und wer hat den Fuß dort gehabt? Natürlich Hans Krankl, der vierfache Torschütze. Man kann es kaum glauben. Tatsächlich hat aber Hans Krankl alle vier Tore geschossen. Das war in der 9. Minute, in der 12., in der 18. und in der 20. Großartig der Einsatz von Hickersberger und
diese Chance hat Walter Schachtner aus Donawitz verstolpert. Das war eine hundertprozentige, das ist sogar milde ausgedrückt, eine gut hundertprozentige Chance. Strasser. Stering. Tor. Ein Tor des Seppel Stering. Direktspiel einmal berühren, das ist der Wunschtraum aller Teamtrainer, dass dem Gegner so wenig Gelegenheit gegeben wird einzugreifen. Und der gute Gatt ist natürlich schon völlig verzweifelt. Nach einer halben Stunde schon das fünfte Tor durch Sepp Stering. Stering, wir erinnern uns ja an seinen Bombenschuss an die Querlatte und hier dieses herrliche Tor. Ein Riesentor, 5:0 für Österreich. Seit Jahren schon jammern wir, doch einmal möchten wir viel Tore erleben und heute bekommen wir sie endlich einmal. Kranke wollte den Ball mit dem linken Fuß Volley übernehmen, war natürlich nicht ungedeckt in dieser Situation, Eckball aber für Österreich in der 31. Minute hier im ausverkauften Lehener Stadion. Hickersberger. Schachner wollte den Ball ganz zart auf den Scheitel von Hans Kranke heben. Ja, Chancen für ein zweistelliges Resultat haben wir nach einer guten halben Stunde schon hier gesehen. Der Regen hat, wie gesagt, den Rasen etwas besser gemacht. Er ist weicher geworden. Es ist ja auch eine große Freude, endlich einmal ein Spiel in solch einem Fußballstadion zu erleben, dort nämlich, wo alle Zuschauer gegen Regen geschützt sind. Es gibt praktisch nur gedeckte Tribünen, ist in Salzburg natürlich notwendig. Und vielleicht fällt Ihnen auch auf, dass die Perspektive unserer Bilder auch etwas besser ist als beispielsweise im Wiener Stadion, weil ja hier eine Laufbahn fehlt. Es ist ein echtes Fußballstadion, wo die Zuschauer und die Kameras viel näher am Spielfeldrand stehen. Ähnlich soll ja auch das Weststadion in Wien aussehen, das demnächst eröffnet wird. Man muss natürlich bei aller Begeisterung auch einmal die richtigen Relationen herstellen. In Malta gibt es insgesamt nur 44 Fußballmannschaften. Das ist bei dieser kleinen Insel mit einer Gesamteinwohnerzahl von 350.000 natürlich auch verständlich. Trotzdem ist diese Mannschaft bei aller Inferiorität, die sie im Augenblick zeigt, schon in vielen Fällen das Zünglein an der Waage gewesen, eben durch die gewaltige Heimstärke, von der wir Österreicher ja auch schon einige Lieder singen können. Persidis.
Hinkelsberg, ja? Diesen Kopfball hat Walter Schachner angebracht. Die Österreicher versuchen zumindest, und es gelingt ihnen auch in den meisten Fällen, eine Art körperloses Spiel hinzulegen. Körperlos nicht bei Sprints und so weiter, aber trotzdem durch ihre spielerische Überlegenheit können sie meistens Zweikämpfe vermeiden. Jeden Sprint gewinnt im Zweifelsfall ein Österreicher. Noch 10 Minuten in der ersten Hälfte. Österreich führt, und da muss man auch schauen, weil es so unglaublich klingt, Österreich führt mit 5:0. 4 Tore Krankl und das letzte Schuss Sepp Sterik. Schiedsrichter Jargus blickt zur Entscheidung seiner Linienrichter, und der Linienrichter sagt nicht Corner, sondern Torabstoß. Gatt dürfte leicht verletzt sein. Wer ist der Ersatztormann? Das wäre Schiberras. Gatt spielt weiter. Schade, dass dieser Pass Schachner nicht gelungen ist. Darmanin. Haske ist heute natürlich in seinem Element. Petzai. Das müsste indirekt einen Freistoß geben für die Österreicher. Im Strafraum wieder Krankl, Prohaska. Hier hatte sich der Ball wieder versprungen vor diesem Schuss von Hattenberger. Der geplagteste Mann im Lehener Stadion war gerade im Bild, Tormann Gatt. Schade, dass Robert Zara dieser Ball unter der Sohle durchgerutscht ist. Die Zuschauer geben sich natürlich, wenn sie mal Blut geleckt haben, wenn ich so sagen darf, mit 5 Toren nicht zufrieden. Daher auch die stürmischen Anfeuerungsrufe für unsere Mannschaft. Der Versuch der Malteser, einen Angriff aufzubauen, erstickt schon im Keim. Man hat schon den Eindruck, als wäre Walter Schachner ganz unglücklich, dass ihm kein Tor gelungen ist, als einzigen der drei Stürmer. Beifall für Bruno Petze, der heute natürlich die Gelegenheit hat, immer wieder in den Angriff vorzustoßen. Es fällt aber ganz deutlich auf, dass die Österreicher nie
leichtsinnig spielen, trotz der Inferiorität des Gegners. Wenn Petzi vorgeht, nimmt sofort ein anderer Spieler seinen Posten ein. Freistoß für die österreichische Mannschaft Stering. Walter Schachner platzt fast vor Ehrgeiz. Er will natürlich auch sein Tor heute schießen. Hattenberger. Sepp Stering rechts ist wieder frei. Kranki. Seiner Sprungkraft ist sein Gegenspieler Schembrin annähernd gewachsen. 5 Minuten vor Pausenpfiff, also fast das 6. Tor. Das war Foul von Bruno Petzey an Schurep. Diese Kameraeinstellung, die wir gerade gesehen haben, erinnert manchmal direkt an die berühmten englischen Fußballübertragungen mit den Großaufnahmen vom Rande des Spielfeldes. Prohaska. Hattenberger. Die relativ kleinen Malteser sind bei Eckbällen besonders gefährdet, weil sie bei den Kopfbällen so große Schwierigkeit haben. Der 5. Korner in der ersten Hälfte. Walter Schachner hat ja in 3 seiner 4 Länderspiele bisher jeweils ein Tor geschossen. Darunter das berühmte goldene Tor beim letzten WM-Qualifikationsspiel in Wien gegen die Türkei. Direktspiel, wie es wir so gerne heute sehen und immer wieder vorgesetzt bekommen. Hickersberger. Ja, offside, der Linienrichter hatte die Fahne oben. Hier noch einmal in Großaufnahme der polnische Schiedsrichter Jargus. Noch 2 Minuten und Österreich führt im WM-Qualifikationsspiel der Gruppe 3 in Salzburg gegen Malta mit 5:0. Darmanin, der Mann mit der meisten Routine offensichtlich in der unmittelbaren Abwehr der Malteser.
Heute knapp vor dem Spiel wurde unter den Journalisten hier eine Art Toto gemacht und diejenigen, die auf 5:0 tippten, wurden schon als unheilbare Optimisten verlacht. Strasser. Eine kleine künstlerische Pause der österreichischen Mannschaft. Wir sind in der letzten Minute der ersten Hälfte. Noch einmal die Tore dieses Spielabschnitts. Viermal Hans Kranke und einmal Sepp Stering. Darüber hat es noch zum Drüberstreuen sozusagen zwei Stangenschüsse gegeben. Die einfachste, aber wahrscheinlich falsche Milchmädchenrechnung wäre 5 Tore in der ersten, daher müssen es auch in der zweiten 5 sein. Pause hier in Salzburg, Österreich führt gegen Malta 5:0. Halbzeit. Wir kommen nun zur zweiten Spielhälfte, zu den zweiten 45 Minuten und ein Match ist erst nach 90 Minuten aus. Liebe Besucher des Stadions, liebe Zuschauer des Länderspiels Österreich, Malta, bleiben Sie uns treu mit Ihrer Begeisterung auch in der zweiten Spielhälfte. Die Aufstellung der Malteser 1, Tormann Gatt, ein neuer Mann anstelle von Mitzi, dem Schwergewichtler, 2 Chantar, 3 Faruja, 4 Holland, 5 Schembri, 6 Darmanin, Kapitän und Libero, 7 Margo, 8 Fabri, 9 Raymond Schurep, 10 Mikalev und 11 Sekel, der Linksaußen, der bei der Praxis, vermute ich, selten als Linksaußen zu finden sein wird. Teamtrainer Kaleja, ein Turnlehrer, ein Amateur, so wie im maltesischen Fußball ja alles eher amateurhaft ist. Die Österreicher haben umgestellt, Hans Birkner mit der Nummer 15 anstelle von Walter Schachner aus Donauwitz, der etwas unglücklich gespielt hat in der ersten Hälfte. Und interessanterweise beginnt diese zweite Hälfte mit einem Angriff Malta, sowas haben wir in der ersten Hälfte vermisst. Bis an den österreichischen Strafraum, ab dann ist natürlich Ende. Freistoß für Österreich, übrigens auch Malta hat umgestellt, anstelle von Sekel, dem Linksaußen, haben wir jetzt Schurep, George Schurep, den Bruder von Raymond Schurep im Spiel mit der Nummer 13. Das ist der neue Mann, George Schurep. Hattenberger. Birkner. Sein Antritt ist immer noch ganz schön und auch ein fast idealer Pass zurück. Magro. Das Salzburger Publikum steht bedingungslos hinter der österreichischen Mannschaft, allerdings unsere Mannschaft macht es dem Publikum heute auch leicht. Stering, Prohaska. Das Rezept aller gezielten Trainings, den Ball nur einmal zu berühren, das haben die Österreicher jetzt versucht bei dieser Aktion. Raymond Schurep. Schembri gewinnt keinen Kopfball gegen Kranke. Er muss sogar stoßen, aber das tun auch viele andere Vorstopper, die gegen den Rapid anzutreten haben. Daher in der zweiten Minute der zweiten Hälfte Freistoß für Österreich.
Zuschauer besteht nur aus 4 Mann und Kirkner hat sich hineingeschwindelt. Das ist der berühmte Freistoßtrick zu Saga. Einen ähnlichen Freistoß hatten die Österreicher ja geschossen, wie Schachtner das 1:0 gegen die Türkei gelang. Genauso, Saga hat damals geschossen, Eckball. Und das ist der neue Mann, George Jurep. Lassen Sie sich nicht täuschen, dass er sich mit X schreibt, der wird ausgesprochen. Jurep. Maltesisch ist ja eine ganz eigene Sprache mit vielen Elementen des Arabischen. Die Grundaufstellung des österreichischen Dreimann-Angriffs bleibt auch mit dem Austausch genauso erhalten. Stering rechts, Krankl in der Mitte und Hans Pirkner links. Schattenberger. Forciertes Spiel über die Flügel, das ist auch die einzige Methode, wie man eine Betonabwehr knacken kann oder eine der wenigen Methoden. Pirkner kann gleich draußen bleiben, den zweiten Eckball zu schießen. Strasser. Wieder mit der Fälschung weg und Hans Krankl vergibt seine erste Riesenchance in der zweiten Hälfte. Mit dem linken Fuß über die Querlatte aus kurzer Distanz. Faruja, der Ball mit den langen Haaren, der linke Verteidiger. Pfiffe, weil sich die Malteser so viel Zeit lassen am Abstoß, aber das ist bei diesem Stand von 0:5 doch verständlich. Die Österreicher nützen den Raum aus, sie spielen sehr weiträumig. Konzentrierte Angriffe über die rechte Flanke. Hier sieht man deutlich, wie eng das Publikum hier am Spielfeldrand steht oder sitzt. Es ist direkt schade, dass dieses herrliche Stadion im nächsten Jahr, sollte aus der Salzburg absteigen, in der ersten Division nicht genutzt wird. Petzai. Die Malteser lassen die Österreicher ihre Angriffe ungestört aufbauen. Darmanin war das der mit Abstand stärkste Spieler oder der einzige starke Spieler in der Malteser Abwehr, der Libero. Sehr klug von Krankl. Chantar von Floriana Valletta, dem Tabellenführer.
Nickersberger. Wenn man bedenkt, dass Österreichs Fußballer oft neidvoll über die Grenze schauen, was die Fußballer im Ausland verdienen, so muss man, glaube ich, auch einmal erwähnen, was die Malteser Amateure gezahlt bekommen. Einkommen zwischen 1500 Schilling umgerechnet und 15.000 in einer Saison. Und der Rekordtransfer in Malta, der brachte 40.000 Schilling ein. Birkner. Giantara hat schon zum vierten Mal den Ball verfehlt mit enormer Fälschung und Kranke zum 6:0. Herrliche Vorarbeit von Birkner und Tormann Gatt konnte es nicht fassen. Kranke hat den Ball zwar nicht rein getroffen, aber das ist uns letztlich völlig egal. Birkner hat den Ball mit viel Fälschung vom Tor weggedreht. Dadurch hatte die Abwehr keine Gelegenheit einzugreifen. Kranke also 6:0. Jetzt wird es schon langsam schwierig, hier im Salzburger Stadion Statistik zu führen. 5 Tore Krankes, wenn das stimmt. Ja, 5 Tore. Damit hat er insgesamt schon 18 Tore für die österreichische Fußballnationalmannschaft erzielt. Wir waren in der 9. Minute bei diesem Tor, in der 9. Minute der zweiten Hälfte. Das Publikum wacht wieder auf. Hattenberger. Ein Foul am Petzey hat der Schiedsrichter nicht gesehen, aber das ist in diesem Spiel fast völlig egal. Der Ball kommt ja immer wieder sofort zurück. Kranke, Ball am rechten Fuß. Ja, das war kein vernünftiger Pass von Herbert Prohaska. Ich glaube, er hätte hier schon selbst einen Schuss riskieren können. Gatt muss tief Atem holen, so stark ist er hier in Salzburg beschäftigt. Foul an Sepp Sterin. Das ist allerdings Herbert Prohaska. Die Höhe des Sieges erreicht schon langsam Rekordausmaße. 6:0, das war zuletzt der Sieg über Irland in Linz. In der Mauer Hattenberger und Birkner. Möglicherweise gibt es jetzt einmal einen direkten Schuss. Kranke. Enorm, wie dieser Rapidler abzieht, wenn er ungestört den Ball am linken Fuß hat. Hans Kranke, glaube ich, und da werden vermutlich alle Fußballfreunde übereinstimmen, ist zurzeit für Rapid und die österreichische Nationalmannschaft unersetzlich. Am nächsten Dienstag muss Kranke ja wieder pausieren, weil er gesperrt ist beim wichtigen Cup-Spiel Sparkasse Innsbruck gegen Rapid Wienerberger. Birkner.
ist spielerisch eindeutig stärker als Walter Schachner, dem heute nichts gelungen ist, der sehr verkrampft gespielt hat. Ich glaube, man hätte dem Donawitz auch nichts Gutes getan, wenn man ihn die zweite Hälfte weiter im Spiel gelassen hätte. Stering. Die österreichische Mannschaft hält sehr konsequent alle richtigen Rezepte ein, die es für ein Spiel gegen eine sehr defensive Mannschaft gibt, nämlich Angriffe über die Flügel und Weitschüsse. Zurzeit hat Österreich in der WM-Gruppe 3 bereits eine Tordifferenz von plus 8. Beifall für diese Verlautbarung des Platzsprechers, nämlich dass Schiedsrichter Jargus zu verstehen gegeben hat, er werde eine Minute nachspielen lassen, weil die Malteser versucht haben, Zeit zu schinden. Erdrückt sich die österreichische Mannschaft fast im gegnerischen Strafraum. Alle sind mit vorgekommen, sogar Libero Persidis. Während dieses Angriffes wurde Herbert Prohaska verarztet. Er hat offenbar einen Schlag in den Nacken bekommen. Gegen diesen kopfballschwachen Gegner kann man sich schon einige hohe Flanken in den Strafraum erlauben, zumal ja Hans Krankl dort lauert. Darmanin. Bemerkenswert, wie konsequent die österreichische Mannschaft das Vorchecking auch gegen diesen Schwachgegner betreibt. Das heißt, die Stürmer gehen sofort die ballschwachen Verteidiger an. Auf diese Weise haben die Österreicher schon einige Bälle erkämpft. Der rechte Verteidiger Chantari, der einwirft, ist einer der beiden Bärtigen in der maltesischen Mannschaft. Er und Vorstopper Schembri. Kapitän Darmanin mit der Armschleife am linken Arm. Straße. Holland ärgert sich über die Entscheidung des Schiedsrichters. Eckball für Österreich. Das ist der achte Eckball. Vielleicht haben Sie jetzt mitgehört, die Aufforderung des, die gut gemeinte Aufforderung des Platzsprechers in unserer Mannschaft, bitte nur nicht nachlassen. So etwas hat es auch noch nicht gegeben. Ein glänzender Kopfball von Bruno Bezzei, der bei allen Eckbällen mit nach vorne kommt. Wie
wieder Pfiffe für die langsame Gangart der Malteser, die sich Atemluft verschaffen wollen. Chantar. Mehr als eine Stunde ist im Salzburger Stadion gespielt. Österreich führt gegen Malta 6:0. In Triplings sind die Malteser so gut wie chancenlos. Im Augenblick verdribbeln sich die Österreicher etwas. Es ist nicht mehr der Biss in der Mannschaft wie in der ersten Hälfte. Die Zuschauer merken das natürlich sofort. Werfen wir vielleicht später einmal einen Blick auf Tormann Friedel Consilia, wenn dazu Gelegenheit ist. Er wärmt im Tor ständig auf, da er ja völlig beschäftigungslos ist. Und da haben sich drei maltesische Abwehrspieler behindert, obwohl kein Österreicher in der Nähe war. Da hier haben wir Consilia. Es ist etwas kälter geworden, er muss sich hier ständig warm laufen, da er heute ja überhaupt nichts zu tun hat. Es gab keinen einzigen Schuss auf sein Tor. Birkner 7:0. Schauen wir auf die Uhr, wir sind in der 20. Minute der zweiten Hälfte. Tormann Gatt hat den Ball unter seinem Bauch durchrutschen lassen. Allerdings muss man sagen, dass Hans Birkner völlig unerwartet geschossen hat. 7:0. Wir nähern uns langsam einem Rekord. Das höchste Resultat einer österreichischen Mannschaft war das 9:1 gegen Portugal in der WM-Qualifikation. Das ist allerdings schon viele Jahre her. Das war zur Zeit einer ganz großen Mannschaft. Die können wie Appel, Körner und so weiter. Korne für Österreich, Gatt reklamiert. Libero Darmanin, der das kurze Eck sichert. Hickersberger. Ist das Tor? Nein, auf der Linie gerettet. Krank reklamiert. Der Ball wäre hinter die Linie gewesen. Und er war es, ja. Das ist das 8:0. Torschütze Hans Kranke. Der Schiedsrichter stand völlig in der Nähe und ein Ausschluss. Offenbar hat ein Malteser zu stürmisch reklamiert und den Schiedsrichter beleidigt. Dazu muss man die polnische Sprache gar nicht beherrschen. Die Fußballsprache der Beleidigungen ist international. Malta also in der letzten halben Stunde nur noch mit 9 Feldspielern. 8:0 und wie viele Tore hat Kranke geschossen? 6 Tore, das ist unglaublich, 6 Tore in einem Spiel. Der Ausgeschlossene dürfte der linke Verteidiger Faruccia sein, der Mann mit den langen Haaren. Ja, das ist er, die Nummer 3. Malta also nur noch mit 10 Spielern, mit 9 Feldspielern. Das ist sehr bitter für eine Mannschaft, die speziell in der Abwehr so unter Druck steht. Lassen Sie mich rasch einmal notieren, auch dieses Tor. Damit haben die Österreicher auch die Rekordniederlage Maltas eingestellt. 0:8, das war das Resultat gegen Europameister und Weltmeister Deutschland auswärts, ebenso wie dieses Spiel. Magro. Thank you.
Hören Sie die Chorgesänge, die wir sonst nur aus dem deutschen Fußball kennen. So ein Tag, so wunderschön wie heute. Aber die Salzburger tun ja oft einen Blick über die Fußballgrenze nach Deutschland. Das Publikum wurde für sein zahlreiches Erscheinen heute belohnt. Schneckel Prohaska. Fußabwehr von Gatt. Im Augenblick setzt die österreichische Mannschaft wieder etwas an Tempo zu. Im Jahre 1972, als Österreich zuletzt gegen Malta spielte in Wien und 4:0 gewann, ja, da hätte ein 8:0 genügt für die WM-Qualifikation zur Endrunde nach Deutschland. Jetzt werden die Malteser natürlich müde, sie haben ja nur verteidigt. Birkner gewinnt diesen Sprint mühelos und Tor. Sepp Stering, sein zweites Tor, Österreich führt 9:0. Das ist jetzt eine Torlawine, die gegen das Tor von Gatt rollt. Sepp Stering, der schon so ein prächtiges erstes Tor geschossen hat, erhöht auf 9:0 und jetzt wird es langsam schwierig mit der Statistik am Laufenden zu bleiben. Wir sind in der 25. Minute der zweiten Hälfte. Österreich führt 9:0. 6 Tore von Hans Kranke, 2 von Sepp Stering und eines von Hans Birkner. Und ich glaube, bald wird es der Platzmeister hier schwer haben, bei der Tafel ein zweistelliges Resultat unterzubringen. Ich glaube, die Tafel ist gar nicht dafür gedacht. Helmut Zenekovic sieht gar nicht so aus wie ein strahlender Sieger. Er blickt sehr konzentriert auf das Spielfeld. Nur sein Co-Trainer Schmid lächelt, links neben ihm Dr. Behavetz. Und im Hintergrund sahen wir die Ersatzspieler. Und zusätzlich heizt der Platzsprecher noch die Stimmung auf. Dickersberger. Petzai. Größte Schwierigkeiten haben die Malteser mit dem Ball. Vorteil trotz dieses schweren Fouls an Dickersberger. Dickersberger humpelt über die Torlinie, um nicht abseits zu sein. Die Österreicher im Augenblick mit 9 Feldspielern, ebenso wie der Gegner. Birkner, ein Bombenschuss. Beifall für Pepi Dickersberger, der zurück aufs Spielfeld kommt. Ich glaube, man muss kein Prophet sein, um vorauszusagen, dass dieses Resultat heute zweistellig sein wird. 20 Minuten vor Spielende, 9 Tore. Und natürlich haben die Österreicher jetzt den Vorteil einer glänzenden Tordifferenz. Diese Tordifferenz könnte sogar einen zusätzlichen Punkt bedeuten bei Punktegleichheit mit anderen Mannschaften. Allerdings ist das Spiel DDR gegen Malta noch ausständig, aber wie gesagt, in Izmir gegen die Türkei hat Malta nur 0:4 verloren.
Sepp Sterring ist sich nicht zu gut, um ständig zu attackieren, obwohl es wahrscheinlich nicht notwendig wäre. Sterring. Hattenberger. Fast erinnert dieses Spiel an ein Match der großen Eishockeymannschaft UdSSR bei der Weltmeisterschaft gegen irgendeinen schwachen Gegner. Ich will nicht sagen gegen Kanada. Und die Kinder hier in Salzburg bekommen endlich einmal ein herrliches Match zu sehen, wenn sie schon mit ihrer Austria zurzeit so wenig Freude haben. Fabri. Verletzt ist Magro. Der Schiedsrichter bedeutet dem maltesischen Masseur, dass der Spieler hinausgetragen werden soll, um draußen verarztet zu werden. So etwas ist oft natürlich problematisch, wenn man nicht genau weiß, wie schwer die Verletzung ist. Aber hier dürfte es eher ein allgemeiner Schwächezustand sein, wie wir hier auch gesehen haben. Magro hat nur noch einen Schluck aus der Flasche genommen. Immerhin eine seltene Szene in diesem Spiel. Freistoß für Malta. Wir werden eine längere zweite Hälfte haben. Schiedsrichter Jargus deutete eben auch an, er werde eine weitere Minute verlängern, die zweite Hälfte. Kein Mittelfeldspieler wird attackiert, alle Malteser ziehen sich in den Strafraum zurück. Sterring. Tor Abstoß. Noch eine Viertelstunde, Österreich führt gegen Malta mit 9:0. Das dürfte die alte Handverletzung gewesen sein. Sepp Sterring läuft zur Outlinie und deutet an, er möchte gerne ausgetauscht werden. Magro. Foul von Strasser an Magro. Eine kleine Ermahnung von Schiedsrichter Jargus an Strasser. Sie erinnern sich vielleicht, selbst Jering hat im Spiel gegen die Türkei eine Handverletzung erlitten und die hat sich jetzt wieder bemerkbar gemacht. Wen könnte Helmut Zenekovic noch ins Spiel bringen? Da wäre Breitenberger, da wäre Peter Konzilia, was am wahrscheinlichsten ist. Da wäre auch noch Obermeier. Hartenberger, der 11. Eckball. Tormann Konzilia, ja, den gibt es immer noch. Wir haben ihn schon lange nicht mehr gesehen. Noch eine schwache Viertelstunde. Bohaska. Der Einsatz der Legionäre wie hier Hickersbergers ist enorm. Man muss es diesen beiden Berufsfußballern hoch anrechnen, dass sie sich in der Nationalmannschaft immer derart einsetzen.
Peter Concilia wärmt auf. Also dem Wunsch, selbst Derings aus dem Spiel genommen zu werden, wird Rechnung getragen. 14 Minuten vor Ende dieses Spieles Austausch, zweiter Austausch bei der österreichischen Mannschaft, jetzt allerdings verletzungsbedingt Peter Concilia anstelle von Sepp Stering. Ich glaube, das Publikum wird den kleinen Sepp Stering mit großem Applaus verabschieden. Er hat sehr gut gespielt und zwei herrliche Tore geschossen. Selbst aus den wenigen Fehlern der Österreicher können die Malteser kein Kapital schlagen. Sehr schöner Direktschuss von Rehazbo Haska mit dem rechten Fuß. Das erklärte Ziel der Österreicher ist jetzt ein 10. Tor zu schießen. Beifall für Sepp Stering, der von Peter Concilia abgelöst wird. Erstmals der Innsbrucker Concilia. Der Tormann Gatt sucht einen Spieler, dem er den Ball hinwerfen könnte, findet keinen. Daher ein planloser Ausschuss. Bruno Petzai hat wahrscheinlich selten ein internationales Spiel mit derart wenig Beschäftigung, mit Verteidigerbeschäftigung gespielt. Hickersberger, Foul an Hickersberger. Der Antritt des jetzigen Düsseldorfers ist enorm. Er ist startschnell wie kaum ein anderer. Pepe Hickersberger war vor zwei Tagen 29, hat diesen Geburtstag hier in Bergheim im Teamtrainingslager gefeiert. Das war direkt ein Wunder, dass Tormann Gatt diesen Ball noch in diesem Gewirr von Beinen überhaupt gesehen hat und richtig reagiert hat. Schembri und der Tormann haben sich jetzt behindert. Ich könnte mir vorstellen, dass der Tormann langsam resigniert und gar nicht so unglücklich wäre, würde man ihn austauschen. Offenbar hat er hier wirklich einen Schlag oder einen Kopfstoß auf die Nase bekommen, verursacht von seinem eigenen Verteidiger, nämlich von Vorstopper Schembri. Sieht fast nach einem Nasenbeinbruch aus. Das ist natürlich schwer von hier zu beurteilen, aber es wäre doch leicht möglich durch diese Art des Zusammenstoßes. Auf jeden Fall hat er schweres Nasenbluten. Inzwischen gibt Österreichs Teamchef Verteidiger Strasser an der Autolinie einige Anweisungen. Diese Verletzung bedeutet weiter, dass die zweite Hälfte des WM-Qualifikationsspiels Österreich gegen Malta wesentlich länger dauern wird, da der Schiedsrichter natürlich auch diese verletzungsbedingte Pause einrechnen wird. Gatt spielt weiter.
Das sehr anständige Salzburger Publikum beklatscht den Malteser Tormann. Ungefähr noch 10 Minuten hat die österreichische Mannschaft Zeit, dieses 10. Tor zu schießen, das ein zweistelliges Resultat schaffen würde. Ein ungewolltes Zuspiel zu Hickersberger. Ich glaube, jetzt sollte er lieber den Ball zu Sara spielen. Aber gegen einen schwachen Gegner, da will man eben trippeln, das ist verständlich. Birkner. Sehr schön angetragen auf das lange Eck. Birkner. Corner. Gatt ist der meistbeschäftigte Mann heute im Spiel, ganz sicher. 12. Eckball für die österreichische Mannschaft. Das Spiel rollt jetzt wirklich wie auf einer schiefen Ebene nach links. Zu 0 ist natürlich ein einmaliges Resultat, aber man beginnt dann langsam zufrieden zu werden. Man will natürlich 10 Tore haben. Vergessen wir nicht, dass Malta seit einiger Zeit nur mit 9 Feldspielern dieses Match bestreitet, da ja Farrugia wegen Schiedsrichterbeleidigung ausgeschlossen wurde. Ja, die internationale Zeichensprache des Fußballs ist offenbar sehr schwer. Sarah. Das Publikum ist torhungrig, im Augenblick torhungriger als die Mannschaft wahrscheinlich. Herrliche Aktion, Hickersberger. Haska reklamiert 11 Meter nach dem 2. Foul an Hickersberger. Senekovic kann ja jetzt nicht mehr austauschen, da schon Pirkner und Peter Konzilia eingewechselt wurden. Hickersberger wurde zweimal ganz schön hart genommen. Boyer, hat Senekovic jetzt gesagt, das war ganz deutlich an seinen Mundbewegungen zu sehen. Ich glaube, der Bundestrainer könnte sich ruhig die Gäste erlauben, Hickersberger vom Platz zu nehmen, da ja Hickersberger in Deutschland viel Geld verdient und sicher durch eine Verletzung stark gehandicapt wäre. Das Interessanteste an dieser Szene ist eigentlich, dass der Schiedsrichter überhaupt nichts gegeben hat. Er hat sich am besten aus der Affäre gezogen. Da hat Schiedsrichter Jargus sich die Sache etwas leicht gemacht.
Hattenberger und immer wieder die Angriffe der Österreicher über die Flügel. Noch gut 5-6 Minuten. Und Tormann Gatt hatte den Ball berührt, daher Eckball für Österreich, Eckball Nummer 13. Der Tormann hängte jetzt im Netz, er hatte sich verfangen dort. Das Publikum behält den Ball als Souvenir, allerdings das kann ich verstehen, bei einem 9:0 könnte man den Ball als Souvenir ganz gut brauchen. Ball ist wieder da. Pirkner. Und jetzt sind die maltesischen Abwehrspieler ganz schön müde schon. Diesen Dauerdruck kann man ja über 90 Minuten kaum aushalten. Tormann Consilia steht nicht mal mehr im eigenen Strafraum. Er steht schon außerhalb und verfolgt von dort das Spiel, um wahrscheinlich die Torszene seiner Freunde etwas besser zu sehen. Die Spannung in diesem Spiel liegt jetzt nur noch darin, ob es der österreichischen Mannschaft gelingt, ein zweistelliges Resultat zu machen. Wohin soll der Gute jetzt den Ball geben? Magro. Und unverständlicherweise schießt er den Ball ins Out, das war gar nicht notwendig gewesen, das war Magro. Peter Consilia. Die normale Spielzeit wäre langsam um, aber der polnische Schiedsrichter hat ja mehrmals gedeutet, dass er nachspielen lassen wird. Mit diesem Spiel sind übrigens die WM-Qualifikationsspiele der Gruppe 3 in der Frühjahrssaison abgeschlossen. Das nächste Match ist am 24. September in Wien, das Schlüsselspiel dieser Gruppe, nämlich Österreich gegen DDR. Die WM-Qualifikation wird ja in diesem Jahre schon abgeschlossen sein, das letzte Spiel ist dann Malta-Türkei am 27. November. Und jetzt besteht der Ehrgeiz der Malteser natürlich darin, dieses 10. Tor nicht zu bekommen. Das ist die neue Tabelle, wenn man davon absieht, dass kein mehr fällt, dann müssten wir die Tordifferenz korrigieren. Die Österreicher haben also aus 3 Spielen 6 Punkte geholt und die sensationelle Tordifferenz von plus 11. An zweiter Stelle Türkei und DDR mit je einem Punkt, aber das muss man bedenken, Österreich hat als einzige dieser 4 Mannschaften noch keinen Punkt abgegeben. Müsste also mit enormem Selbstvertrauen in die wesentlich schwereren Herbstspiele gehen. DDR und Türkei haben natürlich 3 Punkte, also 3 Punkte in Österreich, Österreich 6, Türkei und DDR 3. Das Spiel ist zu Ende.
Österreichs Fußballnationalmannschaft schlägt im Lehener Stadion Malta mit 9:0. Das ist der höchste Sieg, den eine österreichische Fußballnationalmannschaft nach dem Krieg erreicht hat. Das ist höher als das 9:1 gegen Portugal. Damit übernehmen die Österreicher ganz eindeutig die Führung. Die Tore, das war das Spiel eines Mannes, nämlich Hans Krankls, der 6 Tore erzielt hat, 2 selbst Dering und 1 Hans Birkner. Wir verabschieden uns von diesem großartigen Spiel aus dem herrlichen Salzburger Stadion. Wir verabschieden uns auch von einem sehr guten Publikum, das die Mannschaft 90 Minuten lang angefeuert hat.